Hallo liebe Follower, zurück auf meinem Kanal. Ich vermittle euch wieder ein bisschen Wissen, das ich habe. Und vielleicht weiß manch anderer schon das, was ich euch sage, vielleicht aber auch nicht. Ein kurzes Video von mir. Ich habe mir hier die Zündkerzen angeschaut. Im ersten Fall geht es darum, um die Zylinderanordnung. Immer die kraftabgebende Seite, sprich Getriebe, ist der letzte Zylinder. Und vorne, wo Steuerkette oder Zahnriemen ist, ist immer der erste Zylinder. Das ist mein Wissen. Also Zylinder 1, links bei mir Mitte 2, bei mir 3, der rechte. Hier schauen wir die Zündkerzen an, die sollten immer rehbraun sein, so wie die, die ich hier rausschraube, die ist perfekt. Nur in der Mitte, dieser Stift, der ist ein bisschen zu kurz, aber für mich passt das noch. Was auch noch wichtig ist, um zu schauen, ist das Weiße ringsherum, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, ist auch egal. Das ist oft, wenn Zündkerzen alt sind, sind das Weiße ist schon leicht verfärbt, also ins Bräunliche oder Gelbliche. Das ist bei mir nicht, also ist die Zündkerze auch noch okay und die ist ja noch nicht so lange drin, denke ich. Ich weiß es nicht, aber dadurch, durch mein Wissen, weiß ich jetzt, die ist noch nicht so lange drin. Um herauszufinden, wo der Kolben steht, kann man in den Zylinder 1 ein ganz langes oder eine Verlängerung Metall, ein langes Stück Metall oder eine Verlängerung reinsetzen, um zu schauen, ob der Kolben oben ist, weil beim Zahnriemen muss der Kolben bei Zylinder 1 oben sein. Ist natürlich hinfällig bei mir, weil ich auf der Kurbelwelle eine Markierung habe. Aber wenn die Markierung nicht wäre, so könnte man rausfinden, um den oberen Totpunkt herauszufinden. Ja, ist ein kurzes Video. Oh. Hier sieht man gut, wo der Kolben hinwandert. Die meisten Autos haben aber eine Markierung an der Kurbelwelle. Dann wird die Zündkerze wieder eingeschraubt. 25 Newtonmeter reicht. Und das ist ein 21er Nuss extra für Zündkerzen, innen drin ist ein Gummi, damit die Zündkerze nicht fallen kann. So, jetzt muss ich noch mal ein kleines Nachwort euch mitgeben aus einem Fleckchen Welt, wo nicht mal die Sonne Lust hat zu scheinen. Ja, die Videos, die ich mache, die sind korrekt. Oftmals ist es aber so, dass ich Nachbesserungen vornehme, in Hinsicht von Dichtmittel etc. Und ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass ich das auch verbessere, nachbessere. Und das ist dann, passiert dann unter der Beschreibung, unter dem Video. Das wollte ich nur noch mal anmerken, denn ich will da keinen ins offene Messer rennen lassen. Ja. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch was, einen guten Rutsch. Und auf ein baldiges Wiedersehen. Videos, naja, die Videos momentan, mir fehlen Videos. Ich habe momentan keine. Die müsste man erst wieder machen. Und natürlich braucht man auch die richtige Muße und die richtige Stimmung für Videos. Wenn die nicht gegeben ist, bringt das nichts. Trotzdem wünsche ich alles Gute und auf bald.